Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 20. April. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas und Nathanael und die Söhne des Zebedäus und andere zwei seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will hin fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Johannes 21, Vers 2 und 3. O Petrus, möchte man rufen, nun ist der Herr Jesus von den Toten auferstanden, und da willst du weggehen in dein altes Leben. Erinnerst du dich nicht, wie er dich von deinen Netzen wegrief und dich zum Menschenfischer berief? Es ist mir, als sehe ich den Petrus müde abwinken. Ja, es war eine herrliche Zeit mit Jesus, aber es hat sich doch herausgestellt, dass ich nicht der richtige Mann für ihn bin. Wir Jünger haben ja nichts begriffen. Wir meinten, sein Kreuz sei das Ende. Nun ist es seine Erlösungstat. Das hat der Auferstandene uns erklärt. Aber wie dumm sind wir doch. Und dann, wie haben wir versagt, als es galt. Vielleicht mischt sich darauf Johannes ein und sagt: Es ist herrlich zu denken, wie jetzt das Reich Gottes hereinbricht. Aber wir haben den Mut verloren. Wir passen nicht zu diesem Herrn. Die anderen nicken und Petrus sagt: Für die Sache Jesu braucht es feinere Köpfe als wir sind und stärkere Charaktere. Wir geben es auf. Es ist etwas Erschütterndes um solchen Zustand. Man kennt Jesu Heilstat und glaubt daran, aber man hat den Glauben an sich selbst verloren. Das ist alles zu schwer für mich, ich gebe auf, heißt es da. Petrus gibt auf, aber Jesus nicht, wie wir auf den folgenden Seiten sehen werden. Ja, es ist sogar so. Wir müssen durch die völlige Verzweiflung an uns selbst durchgehen. Erst dann lernen wir, was Gnade Jesu ist, die nichts verlangt und nur gibt. Da lernen wir, was Glauben heißt, wo man nichts von sich, aber alles von seinem Heiland erwartet. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.